Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei unserem Jarl Harald Struvelhaar, der nach wie vor gerne König von Norwegen werden würde. Aber die Sache gestaltet sich wie immer etwas schwieriger, denn wir hatten gerade einen Krieg gegen Uppland angefangen, um uns ja den einfach zu unterwerfen. Das war eigentlich das Ziel. Und dann ist der Herrscher einfach gestorben. Als wir es eigentlich hatten im Grunde. Also wir hätten da wirklich... Wir hätten es eigentlich jeden Moment gewonnen gehabt sozusagen. Naja. Aber so ist es halt nun mal manchmal. Der Krieg war zu Ende und jetzt ist sein Sohn an der Macht. Und das kommt uns eigentlich sogar gelegen, denn der hat nicht mehr diese Bündnisse, die vorher der andere hatte mit Jämtland und Bergslagen. Daher haben wir es jetzt relativ leicht, ihm nochmal den Krieg zu erklären. Denn wir haben ja keinen Waffenstillstand mit dem. Ne? Daher können wir das machen. Übrigens, kleine Randnotiz, das sind übrigens die Hedes für diejenigen, die Steinbeins Let's Play gesehen haben. Wird das vielleicht ein bisschen lustig sein? So, tja, das bringt uns aber in die... bringt uns jetzt aber tatsächlich was, dass wir selber ein Bündnis mit Bergslagen eingehen. Nämlich... Der hat hier eine Tochter, Bodil, eine hübsche junge Frau, die ich gerne mit meinem zweiten Sohn vermählen würde, sofern ich ihn finde. Hier. Wird nicht annehmen. Warum denn das? Wir haben schon zu viele Bündnisse. Das ist jetzt sein Ernst, ja? Deswegen funktioniert das nicht. Das heißt, ich kann für meinen zweiten Sohn jetzt nichts Vernünftiges rausschlagen, oder wie? Ich kann auch nichts dafür, dass ich 6 Kinder habe. Also, ich kann schon was dafür, aber... ich muss sie doch alle ordentlich und standesgemäß vermählen, meine Güte. Na gut. Denn halt nicht, ne? Denn nicht. Dann werden wir hier direkt Krieg machen. So. Dann wirst du jetzt halt unterworfen. Kostet natürlich wieder 250 Prestige. Das ist halt ein bisschen das Ärgerliche daran. Naja. Wir heben wieder alle Armeen aus. Wir haben ja auch ein bisschen mehr als er jetzt. Ne? Also er hat nur 800. Wir haben 2000. Insofern mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass wir das nicht schaffen würden oder so. Wir werden direkt wieder auf die Hauptstadt losziehen. Ein Problem ist natürlich auch, dass wir immer noch eine Grafschaft zu viel haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Was? Aha, jetzt hat er doch irgendwie ein Bündnis rangekriegt. Hat er selber geheiratet, oder? Häuptling Röngwald könnte sich anschließen. Wie ist das passiert? Ach so, er hat seine... Ich weiß nicht, wer jetzt da genau geheiratet hat. Seine jüngere Schwester hat er verlobt. Und wer kann jetzt da genau beitreten? Er. Er hat aber auch nur 500. Also, selbst wenn, ne? Also belagern wir das zum zweiten Mal. Eigentlich müsste das ja jetzt schneller fallen, weil es ja jetzt erst vor kurzem gefallen ist. Aber, naja. Wer kann heiraten? Unser Spielererbe kann endlich seine Aslaug, ein kluges Mädchen, heiraten. Oh mein, die hat eine viel bessere Ausbildung als er genossen. Ja. Ja, er hat ihn auch tatsächlich dazu gerufen. Sind es also 1500 Mann, die gegen uns stehen? Wieder mal mitten im Winter. Oh, nach der Belagerung von Hama habe ich mir das Artefakt Streitkolben von Gut angeeignet. Das müssen wir uns gleich erstmal anschauen. Das ist eine Waffe, die bringt uns mehr Kampfgeschick. Tja, die werden wir doch gleich mal ausrüsten, oder? Sehr schön. Und dann müssten wir jetzt eigentlich auch mal einen Erzzeugwart finden. Dummerweise sind die alle sehr schlecht geeignet dafür. Was hilft denn eigentlich dabei? Was hilft jetzt dabei? Welche Eigenschaften helfen dabei, dass ein guter Zeugwart wird, frage ich mich. Hm.
Vielleicht die Bildung? Vielleicht ist es die Bildung, ne? Naja, wir werden jetzt erstmal niemanden reinsetzen. Dann machen wir das nach dem Krieg. Ich muss mich jetzt erstmal hier um andere Sachen kümmern. Hauptsache, ich habe mein erstes Artefakt hier rangeholt. Nicht so ein Streitkolben. Okay, das ist ja hier erobert. Tja, dann werden wir hier direkt weitermachen. Oh, und sie greifen an. Aber doch nicht. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich siegen. Bergverteidigung hat er. Aber wir haben ja... Moment mal, bin ich überhaupt drin hier? Ja. Wir haben hier ja flexible Anführer, deswegen sind die Defensivvorteile bei dem schlechter. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nochmal zählt. Naja. Überfälle oder Handel, eine bequeme Übereinkunft. Viele Jahre lang habe ich nun schon über eine Übereinkunft mit Earl Björn. Meine Räuber behalten in seinem Land die Waffen am Gürtel und dafür kaufen seine Untertanen die exotischen Luxusgüter, die wir in weniger diplomatischen Reichen erbeuten. Doch die Bedingung unserer Vereinbarung geht zu Ende und viele von meinem Gefolge wollen ihre bequemen Handelsbeziehungen nicht aufgeben. Vielleicht wäre Björn bereit zu einer Fortsetzung. Ja, warum nicht? Dann hätten wir nochmal 10 Jahre im Waffenstillstand. 350 Prestige. Ja, hat er auch wieder angenommen. Das ist doch gut. So, was macht die Schlacht? Hoffentlich gewinnen wir sie. Ah! Oh, unsere nächste Tochter wird erwachsen. Und kann auch heiraten direkt. Das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig, der Zeitpunkt. Warte mal einen Augenblick, bitte. Bis ich die Schlacht hier fertig habe. Der Papa muss hier erstmal seine Schlacht kämpfen. Was? Halfdan wurde ermordet? Oh, Odin, wie konntet ihr Halfdan das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Er war bar jeder Schuld, naja. Mein perfekter Sohn. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihm. Ja. Da werden wir direkt mal überwältigt vor Anspannung. Das ist ja mal... Was ist denn hier passiert, Leute? Ach, du liebes Bisschen. Ach, du liebes Bisschen. Da ist unser erster Sohn einfach mal draufgegangen. Krass. Und wer war das jetzt? In der Schlacht erschlagen. Ich habe nicht aufgepasst. Der wurde nicht ermordet, der ist in der Schlacht... In der Schlacht gefallen, kaum dass er 16 war. Da habe ich nicht aufgepasst, dass der vielleicht Champion werden könnte. Ja, ich meine, er war jetzt... Gut, das weiß man nicht, wie gut er jetzt wirklich war. Naja. Das Leben war noch nie einfach, doch der Verlust von Halfdan hat mir den Rest gegeben. Ich erinnere mich noch daran, wie er noch in den Windeln lag. So winzig, so zerbrechlich. Dennoch hatte er überlebt. Er wuchs auf, wurde älter, bis jetzt. Und dann endete plötzlich alles. Ich hatte mir so viel erhofft von seiner Zukunft. Mir so viele Dinge gewünscht, die jetzt nie mehr wahr werden. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Wir können jetzt natürlich trinken. Das machen Wikinger ja auch durchaus, zumindest so in meiner Stereotypenvorstellung ist es so, dass Wikinger auch viel trinken. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Oder wir fragen Rönnhild, seine Mutter. Wir können sie zu unserer Vertrauensperson machen. Verlieren wir 44 Anspannung. Oder wir müssen weitermachen. Eingefrorene Trauer. Ich meine, wir sind ruhig. Gelassen. Ich meine, sicherlich kann man den Tod seines Kindes nicht einfach so gelassen hinnehmen. Also ich finde, dass Trinken halt so ein bisschen so eine nicht gelassene Reaktion wäre. Also wenn, wäre es für mich eins von den beiden Sachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich seiner Frau dann anvertraut. Das würde vielleicht irgendwie funktionieren. Aber man kann auch sagen, dass er einfach so ein bisschen stoisch ist vielleicht. Und deswegen weitermacht. Ich glaube, ich werde das auswürfeln. Also 1 bis 3 ist Vertrauensperson und 4 bis 6
ist, ja, ich muss weitermachen. Und ich würfle eine 4. Ich muss weitermachen. Oh, oh, oh. Wir verlieren aber etwas Anspannung. Das heißt, wir sind nicht mehr überwältigt davon. Immerhin. Die beiden haben jetzt einfach mal geheiratet. Auch wenn ich gerade keine Zeit hatte. So. Ja, wie gehen wir mit unserem schweren Verlust um? Ich würde sagen, erstmal werde ich hier ein bisschen was abspalten. Dass ich mal kurz hier ein bisschen erholen kann. Oh mein Gott. Ja, und damit ist dieses Bündnis ausgelaufen. Ist sie jetzt eigentlich? Sie ist an meinem Hof, genau. Hm. Können wir sie zu unserer Konkubine machen? Mal kurz überlegen, wartet mal. Also wir haben ja zwei Konkubinen, die mittlerweile, die sind ja auch 37, deswegen auch kein Wunder, dass jetzt da keine weiteren Kinder mehr nachgekommen sind seit 5 Jahren. Aber, mein Er hat noch keinen Ehepartner. Ob mir ihm jetzt wirklich die Ältere hier andrehen will? Aber dieses Bündnis wäre schon ganz gut. Ich bin halt nicht sicher, wie ist denn das, wenn ich sie zur Konkubine mache? Da kommt kein Bündnis raus. Ne? Dann würde ich doch eher sagen... dass ich vielleicht meinen zweiten Sohn mit ihr verlobe. Auch wenn das jetzt ein bisschen ein Altersunterschied ist. Hier. Bekommen wir dadurch wieder das Bündnis? Steht nicht dabei. Das Bündnis scheint dann nicht mehr zu passieren. Ja, weil sie an meinem Hof ist, ne? Deswegen gibt es kein Bündnis. Aber Moment mal. Jetzt ist ja wieder ein Bündnis frei. Jetzt könnten wir doch hier eine Heirat arrangieren. Mit ihm. Nee, werden sie immer noch nicht annehmen, weil wir haben immer noch zu viele Bündnisse. Sag mal. Er wünscht sich ein Bündnis. Wir sprechen die nordische Sprache. Sie liegt ihm am Herzen, ja, weil sie so hübsch ist, ne? Vielleicht müssen wir noch mächtiger werden. Noch ist ein bisschen Zeit. Wir könnten uns auch... könnten jetzt erstmal noch kurz abwarten. Ich glaube, wir werden erstmal den Krieg durchziehen. Oh, das Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Das ist schön. Okay. Ja. Was haben wir wieder gelernt? Obacht bei den Kommandanten. Bei den Champions. Dass da keine Kinder mit reinkommen. Das ist uns ja im letzten Let's Play auch schon ziemlich früh mal passiert. Dass der direkt gestorben ist, weil wir nicht aufgepasst hatten. So. Das haben wir. Die hier haben sich schon ein bisschen erholt. Gut. Wobei, die können jetzt eigentlich auch einfach hier stehen bleiben, oder? Müsste auch gehen. Dann können die sich nämlich auch ein bisschen weiter erholen. Und wir warten mal, was passiert, wann die hier sich wieder melden. Sieht so aus, als würden sie hier wieder langziehen wollen. Nee, die bleiben da oben stehen. Rikisa wird erwachsen. Für sie haben wir auch noch keinen passenden Ehepartner gesucht. Ja. Ich hatte eigentlich ihn mal im Auge. Er hat sich auch noch nicht vermählt. Also die Sache ist, er wird ja jetzt unterworfen, er wird ja jetzt unser Vasall dann. Dann könnte es schon sein, dass das funktionieren würde, dass man die vermählen könnte, sozusagen, um das Bündnis ein bisschen dichter zu machen. Oh, Beatrice, unsere Konkubine ist mal wieder schwanger geworden. Ist das nicht schön? Sie hasst uns auch nicht mehr ganz so sehr. Ja. Eine Bekehrung kann ich allerdings immer noch nicht verlangen. Können wir sie irgendwie beeinflussen? Das könnten wir eigentlich auch mal machen, so Komplotte schmieden oder so, ne? Einfach mal machen. So. Ich glaube, wir sind jetzt hinreichend aufgefüllt hier. Die schicke ich ins Hinterland. Oh, die hauen ab. Okay.
hätte jetzt eigentlich fast erwartet, dass die sich dann auf mich stürzen, wenn ich da hochziehe. Aber nein. Offenbar hat er Respekt vor mir. Recht so. Jetzt kommt er hier lang. Natürlich aufpassen, dass er den hier nicht angreift, ne? Ja, aber bleibt da oben stehen. Also ich verstehe die KI nicht, Leute. Ich verstehe nicht, was das soll. Okay, der nächste Kriegsführungslebenswandel. Damit haben wir den Strategen freigeschaltet. Das bringt uns Diplomatie und Kriegsführung. Gegnerische Todesverluste plus 25%. Und Flüsse und Meerengen ohne Vorteilsmalus überqueren. Das ist richtig gut. Sehr gut. So, ach so, damit haben wir den Krieg schon gewonnen. Hätte ich den letztes Mal auch schon gewonnen gehabt dadurch? Aber da hatte ich keine Schlacht geschlagen. Doch, hatte ich auch vor. Ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich den auch gewinnen können, den Krieg, und habe es nicht gemerkt. Da ging es gerade auch Schlag auf Schlag damals. So. Einmal unterwerfen, bitte. Und damit ist mein Reich gerade gewaltig gewachsen. Der hasst uns natürlich. Aber wir könnten ja eine Heirat arrangieren mit Ikisa. Wird er auch annehmen? Können wir das sogar matrilinear machen? Nee, natürlich nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, aber... So. Das lief doch gut. Sehr gut. Damit können wir ihn hier schon mal rausnehmen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht mittlerweile doch noch was hinbekommen. Verstehe nicht, woran das liegt hier. Minus 11, es wird immer weniger. Vielleicht sollten wir lieber bei ihm die Meinung verbessern. Können wir ihm eine Konkubine anbieten? Würde das irgendwas bringen? Ich weiß nicht, jetzt Aslaug hier einfach weiterzuschieben, finde ich jetzt irgendwie auch keine gute Idee. Nee, da haben wir ja nicht so viel zur Auswahl, ne? Geschenk? Hätte er mehr Meinung, könnten wir ihm einfach mal uns hier reinkaufen sozusagen. Und dann probieren wir es nochmal. Jetzt macht das. Mussten wir ihn erst bestechen. Sehr gut. Dann haben wir das. Tja, nur das Bündnis mit Jüland ist halt futsch, ne? Ich glaube, der hat jetzt auch keine Söhne oder so, dem ich das geben könnte. Ist aber, der ist gestorben, oder? Moment, ich bin verwirrt. Also... Die Witwe hier. Ach, das war Westgotland. Das war gar nicht Jüland, Leute. Das Bündnis mit Jüland habe ich immer noch. Ich habe nur mit Westgotland keins mehr. Ich dachte immer, die wäre aus Jüland. Ich bin komplett verwirrt gewesen. Na, dann ist ja alles in Ordnung, sozusagen. Also, wir haben mit ihm eins. Wir haben mit Schleswig... Warum auch immer. Mit ihm haben wir ein Bündnis. Und zwar über unsere erste Tochter. So war das. Okay, gut. Dann hätten wir das ja geklärt. Tja, aber wir haben es geschafft. Wir haben hier gleich zwei weitere Vasallen. Der ist auch noch da. Haben wir hier noch eine Tochter für ihn? Vielleicht... Ich glaube, so viele Töchter habe ich nun auch wieder nicht über, ne? Ja, sie wäre noch, aber sie ist halt noch echt jung. Und ich glaube, sie braucht einen Ausbildungsschwerpunkt. Den werden wir wie beim letzten Mal auswürfeln. Das heißt, Bildung bekommt 1. Dann 2, 3 für Diplomatie. 4, 5 für Ränkespiel und 6 für Kriegsführung. Und ich würfel. Eine 1. Es wird wieder Bildung. Okay. Da haben wir doch, glaube ich, schon eine passende. Wer hat den besten Bildungswert? Eigentlich der Hofarzt. Aber unser Ratsspitzel ist halt so gelehrt, deswegen haben wir sie immer genommen. So. Okay.
hätten wir das. Wie machen wir weiter? Wir könnten schon wieder einen Runenstein aufbauen. Tja, ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Kostet ja nur 50 Gold. Das können wir machen. Wovon soll dieses Monument künden? Ich würde sagen, von meinem bezwungenen Feindhäuptling Dark. Das machen wir. So, und wo soll das Ganze hin? Tja, das Problem ist, da haben wir es jetzt nicht. Also es geht eigentlich nur hier unten irgendwie. Deswegen, ich würde jetzt mal in den Grafschaften machen, in denen ich vermute, dass wir sie weiterhin haben werden. Deswegen wäre jetzt Telemark die nächste Wahl für mich. Okay. Unser Ruhm ist weithin bekannt. Und ich glaube, wir haben auch Gefangene. Völki zum Beispiel. Ja. Bei. Wie kam denn der eigentlich in meinen Kerker? Ich glaube, durch irgendwie einen Kampf oder so, ne? Ist nämlich ein ganz guter Kämpfer hier. Könnte sein, dass der aus dem Krieg noch stammt. Wenn wir den jetzt rekrutieren würden, hätte ich einen weiteren Champion. Und dann haben wir noch Rolf de Normandie. Wie auch immer der in dieses Haus reingekommen ist. Auch ein Varäger. Den könnten wir doch auch noch rekrutieren. Das wäre doch hervorragend. Ja. Sleipnir, ein sonniger Tag. Auf dem Weg zum Stall begrüßt mich das fröhliche Wiehern von Sleipnir. Mein Pferd scheint bei diesem wunderbaren Wetter ganz begierig darauf, sich die Beine zu vertreten, und ich kann nicht anders. Mir geht es auch so. So, ich muss jeden freien Augenblick zum Üben nutzen, oder der Tag ist zu schön, um ihn nicht angemessen zu wertschätzen. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er, weil er halt so gelassen ist und eigentlich gerne ein geruhsames Leben hat, dass er eben nicht unbedingt üben geht, sondern dass er lieber sich ein bisschen entspannt. Das ist, glaube ich, besser. So, mein Sohn. Ach, wir haben wieder einen weiteren Sohn. Bersi. Na, warum nicht? Nennen wir ihn halt Bersi. Dann haben wir wieder einen zweiten Sohn. Auch schön. So. Ja, die hatten wir jetzt alle verheiratet. Für sie bräuchten wir nochmal einen. Bodil ist ja verlobt. Ach so, jetzt haben wir immer noch dieses Thema hier mit ihr. Die jetzt an unserem Hof ist. Und ich würde echt sagen, wir machen sie zur Konkubine. So ein junges, hübsches Ding. Naja, sie ist so hübsch, aber sie ist auf jeden Fall schlau, so wie wir. Ich glaube, das würde uns gut gefallen. Eine weitere Konkubine. Nicht verkehrt. So. Ach ja. Wie weit sind wir denn jetzt mit unserem Bestreben Richtung Norwegen? Ich glaube, uns fehlt immer noch einiges. Ja, wir brauchen immer noch 7 Grafschaften. Jetzt müssen wir mal gucken, wie funktioniert denn das hier? Kann ich die jetzt auch einfach unterwerfen? Ja, das könnte ich. Könnte ich jetzt einfach machen. Hätte ich auch nichts gegen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt hier weiter, werden die einen nach dem anderen hier unterwerfen. Die haben jetzt ja auch nicht so die Wahnsinnsbündnisse. Ne? Gehen wir jetzt hier Stück für Stück durch, bis wir genug haben, und dann sind wir König von Norwegen. So einfach ist das. So, ich hole mal meinen Sammelpunkt hier rüber. Was gibt's hier noch? Achso, da haben wir irgendwas gewonnen. Achso, ich bin noch über der Domänenschwelle. Wie organisieren wir das? Ja, unsere Kinder sind halt alle noch nicht alt genug, dass ich ihnen sowas geben würde. Ich meine, unser neuer Haupterbe ist ja wenigstens mal tapfer geworden. Und er bekommt jetzt dieses Herzogtum. Naja. Gut. Egal, wir machen jetzt einfach hier weiter. Ich glaube, so schlimm ist der Malus bisher noch nicht. Krieg erklären. Häuptling unterwerfen. Geht nicht. Ah, ich habe schon einen Unterwerfungskrieg geführt und deswegen geht das nicht.
Grafschaft erobern. Für 25 Pietät kann ich das machen. Na, das ist doch auch eine Möglichkeit. Und wie funktioniert das dann? Ich erhalte den Titel, ja? Naja, das ist auch in Ordnung. Können wir auch machen. Aber vielleicht erst in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.